Guten Abend, Freunde. Heute gibt es einen etwas ungewöhnlichen Film von mir und über mich. Gelegentlich stellt ihr Fragen zu meiner Person und die eine oder andere davon möchte ich euch beantworten. Dabei geht es im Wesentlichen darum, wie ich dazu komme, mich schon seit dem zarten Alter von 11 Jahren mit der Eisenbahn zu beschäftigen und seit rund einer Dekade entsprechende Filme zu veröffentlichen. Zunächst sei festgehalten, dass ich nicht zu jenen Leuten gehöre, deren erster Berufswunsch Lokführer war. Als Steppke hatte ich fast keine Berührungspunkte mit der Bahn und mein erster Traumjob war Müllmann. Das gipfelte darin, dass ich als Erstklässler jeden Freitag zur Müllwagenverfolgung aufbrach, also dem KUKA Roto Press hinterherlief und den orange gewandeten Mannen bei ihrer Arbeit zuguckte. Darüber hinaus entwickelte ich frühzeitig ein Auge für die vielfältigen Bauformen von Laternen und Strommasten. Ein weiteres meiner Steckenpferde waren Klodeckel. So checkte ich beim Erstbesuch eines stillen Örtchens grundsätzlich die Zahl der Sitzpuffer unter dem Deckel bzw. der Brille und sprach dann beispielsweise von 2-streifigen oder 4-knöpfigen Toiletten. So manches Bild, das ich in der Grundschule zeichnete, war von diesen doch eher ungewöhnlichen Interessen geprägt. Hier ein Gemälde aus dem Religionsunterricht in der 3. Klasse. Die Bahn spielte in dieser Kindheit allenfalls eine Nebenrolle. Meine ältesten diesbezüglichen Erinnerungen zeigen den Bahnübergang der Bundesstraße 75 über die Strecke Hamburg-Bremen bei Rothenburg. Tränenreiche Abschiedsszenen von meiner Oma auf dem Bahnhof Harburg und eine Fahrt über die Heidebahn am offenen Fenster eines Eilzuges, von dem aus ich fasziniert die Stelldrähte der Weichen und Signale betrachtete. Ansonsten verfolgte ich die Bahn vorrangig mit dem Finger auf topografischen Landkarten, die ich sammelte, weil sie es mir aufgrund ihrer Detailliertheit angetan hatten. Abgesehen von all diesen nicht ganz alltäglichen Vorlieben war ich ein normaler Junge, der lustige Taschenbücher las, mit Freunden einen Detektivclub gründete und recht passabel Fußball spielte. Während der Grundschulzeit wich der Berufswunsch Müllmann dem Schriftsteller. Bereits im ersten Schuljahr hatte ich Kurzgeschichten verfasst und einige davon im Unterricht vorgelesen. Meine Klassenlehrerin förderte dies und viele ihrer Tipps beherzige ich bis heute. Beispielsweise bin ich stets auf der Suche nach Synonymen, um Wortwiederholungen zu vermeiden. Tja, und dann kam der schicksalhafte Sommer 1989. Ich urlaubte mit meinen Eltern im Schwarzwald und zwar im Murgtal, direkt neben einem Bahnübergang. Wenn frühmorgens das bimmelnde Blinklicht den ersten Zug ankündigte, sprang ich auf den Balkon, um die Diesellok mit ihren 3 Wägelchen zu begutachten. Wobei mich der BÜ selbst mehr faszinierte als die Züge, die ihn passierten. Von nun an musste ich jeden Bahnübergang, der irgendwo am Horizont auftauchte, genauestens inspizieren. So ging das los. Damals im August 89. Zu meinem 12. Geburtstag bekam ich von meinem Kumpel Benjamin das Heft 40 Jahre Deutsche Bundesbahn und von meinen Eltern das Buch Bahnen in Norddeutschland, was mir erste Einblicke ins historische und aktuelle Geschehen auf der Schiene bot. Kontakte mit der echten Bahn hatte ich derweil nur auf Familienausflügen in die nähere Umgebung oder Urlaubsreisen in den Ferien. Das lief zwar ausnahmslos mit dem Auto, allerdings kam man ständig an bahnigen Sehenswürdigkeiten vorbei, die in Augenschein genommen sein wollten. So lernte ich neben den Bahnhöfen und BÜs rund um Hamburg auch entferntere Ziele wie das Moseltal, den Spessart oder Lindau mit seiner irren Schrankenpostendichte kennen. Mein Wissen las ich mir mithilfe der Publikationen an, die mich in den Bahnhofsbuchhandlungen anlachten. Neuigkeiten entnahm ich der Gratiszeitung Blickpunkt Bahn sowie dem Eisenbahnkurier. Und 1991 durfte ich erstmals ein Kursbuch mein eigen nennen, was mir die Tür in die wundersame Welt der Fahrpläne öffnete. Im selben Jahr begann ich, meine Pocketkamera hin und wieder auf einen Zug zu richten und abzudrücken. Meine frühen Fotobeschriftungen orientierten sich an den Bildbänden von Georg Wagner und Co. Die Heidebahn Buchholz-Soltau gehörte lange Jahre zu den stilllegungsgefährdeten Nebenstrecken der Bundesbahndirektion Hamburg. Mit dem Einsatz von modernen Dieseltriebwagen der Baureihe 628 scheint diese Gefahr vorerst gebannt.
Am 7. Juli 1991 strebte 928-217 vom Bahnbetriebswerk Kiel seinem nächsten Halt in Wolterdingen entgegen, wo in Kürze zahlreiche Besucher des nahegelegenen Heideparks aus dem Zug strömen werden. Bald kristallisierte sich jedoch heraus, dass mich vor allem die Infrastruktur reizte, während die Fahrzeuge eher schmückendes Beiwerk darstellten. Zwar wusste ich Raritäten wie blaue Bügelfalten 110er, Güterzüge mit 120ern oder in Eilzügen mitlaufende Intercity-Wagen zu schätzen, aber im Großen und Ganzen war es mir egal, welche Loks meine Aufnahmen belebten. Ich habe auch nie Fahrzeugnummern notiert oder Umlaufpläne studiert und die Angaben auf meiner Fotoliste beschränken sich auf Ort, Datum sowie gegebenenfalls Zugnummer und Laufweg. Natrop Hagen, 21.07.94, E8618 Osnabrück-Münster. Mit 14 erlebte ich die Bahn fast ausschließlich als fotografierender Zaungast. Meine alltäglichen Wege legte ich zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Schulbus zurück. Die Nutzung eines Zuges ergab sich einfach nicht. 1992 wagte ich die ersten selbstständigen Schritte in der Schienenwelt und machte Niedersachsen mit dem Schülerferienticket unsicher. Standardtransportmittel im Regionalverkehr auf den Hauptstrecken waren E-Lok-bespannte Züge aus Silberlingen oder Abteilwagen. Und ich liebte es, am offenen Fenster zu stehen, das in vier Sprachen mahnende Nicht-Hinauslehnen zu ignorieren und die Bahn zu sehen, zu hören, zu riechen und mittendrin zu sein im Geschehen aus vorübersausenden Ortschaften, rumpelnden Weichen, Wind im Haar und entgegenballernden Güterzügen. Manchmal frage ich mich, ob ich heutzutage in hermetisch abgeschlossenen Triebzügen und eingekeilt zwischen Lärmschutzwänden noch diese Faszination spüren würde, die mich damals packte. Ich wage es zu bezweifeln, aber das macht die Bahn für normale Menschen nicht unattraktiver, denn die wollen sich weniger berauschen, als zuverlässig und unspektakulär von A nach B gelangen. Zuverlässig funktionierte das damals übrigens tatsächlich. Denn Zugausfälle gab es auf meinen Ferienreisen nie. Weder wegen Störungen noch aufgrund von Bauarbeiten. Verspätungen ja, mehr nicht. Manch ein Zuschauer wirft mir vor, ich sei bezüglich der gegenwärtigen Betriebsqualität zu kritisch. Naja, ich erinnere mich halt an Zeiten, in denen ich zum Bahnhof ging, ohne Gedanken an einen Ausfall und den lapidaren Verweis auf den Folgetakt zu verschwenden. Daran muss sich das Eisenbahnsystem von heute messen lassen. Und daher schneidet es im Einst- und Jetzt-Vergleich schlechter ab. Neben der Fotografiererei war ich weiterhin literarisch kreativ, wobei neben fiktionalen Texten auch Reiseberichte entstanden, etwa über eine Wochenendticket-Tour nach Basel und zurück. Das leitet mich zu dem über, was meinen Filmen nach Aussage vieler von euch das gewisse Etwas verleiht. Meine mitunter individuelle Art, Sätze zu formulieren oder Wörter zu betonen. Ich rede nicht so, um mich von irgendwem oder irgendwas abzuheben, sondern weil ich Bock drauf habe, das Repertoire der deutschen Sprache auszuschöpfen. Auf dem Gymnasium hieß es, ich bräuchte meinen Namen nicht auf die Arbeitshefte zu schreiben, weil man am Stil und Ausdruck ohnehin erkenne, dass ein Text von mir sei. Das musste kein Kompliment sein, denn es gab Lehrer, die mit meiner Schreibe nicht klarkamen. Was mir besonders in Deutsch so manchen Punktabzug bis runter zu einer 5 im Aufsatz einbrachte. Daher habe ich auch, zur Überraschung vieler, keinen Deutsch-Leistungskurs belegt. Eventuell hätte ich mich mit einem Pädagogen herumärgern müssen, dem mein Geschreibsel nicht schmeckte. Und das war mir zu heiß. Stattdessen habe ich mein Abi in Englisch und Französisch gebaut. Das flog mir zu. Ich konnte es 2 Jahre locker angehen lassen und mir sogar erlauben, mich an den sonnigen Tagen vor den schriftlichen Klausuren an der Strecke Hamburg-Lübeck herumzutreiben. Stichwort sonnige Tage. Ihr könnt es anhand meiner Filme erahnen und ich gestehe auch ganz offen, dass ich ein Schönwetterfotograf bin. Einfach deshalb, weil vieles im Sonnenschein besser aussieht. Manche meinen, die Bahn fahre bei jedem Wetter und das müsse dokumentiert werden. Dagegen kann ich nicht sagen, das darf jeder für sich selbst entscheiden. Aber wenn ich ein Motiv bei Sonne umgesetzt habe, brauche ich das nicht bei bedecktem Himmel oder Schneegestöber zu wiederholen. Bei fahrenden Zügen ist das bisweilen ein Glücksspiel, weil man sie ja nicht festhalten kann, bis die störende Wolke weg ist. Aber dann verzichte ich halt mal auf eine Aufnahme. Und wenn ich bloß ein Stellwerk oder eine verwaiste Station auf Bild bannen will,
gönne ich mir die Zeit, ein paar Minuten zu warten, bis alles schön ausgeleuchtet ist. Es sei denn, ich lege Wert auf eine düstere Stimmung. Als ich Mitte der 90er Jahre gelegentlich mit einer vom Konfirmationsgeld erstandenen Videokamera filmte, tat ich das häufig bei weniger dollem Wetter, weil ich davon ausging, diese Aufnahmen sowieso niemals öffentlich zu zeigen. Wer konnte schon ahnen, welche Möglichkeiten sich eines Tages durch das Internet bieten würden, mit dem ich im November 96 in einem Braunschweiger Billardcafé erstmalig in Berührung kam. Manchmal ist zu hören oder zu lesen, dass Leute mit ihren nicht vom Mainstream geprägten Hobbys hinterm Berg halten, weil sie Mobbing befürchten. Bei mir war das kein Problem. Im Gegenteil, die meisten Mitschüler waren gegenüber meinen Interessen aufgeschlossen und etliche von ihnen suchten Rat, wenn sie mit dem Zug auf Reisen gehen wollten. Internet hatte wie gesagt keiner, aber ich war im Besitz des jeweils aktuellen Kursbuchs, das so ein Papier noch wert war, weil sich die Fahrzeiten nicht alle 3 Tage änderten. Als Gegenleistung erhielt ich Reisepläne der genutzten Fernzüge und manchmal ein hübsches Toilettenbild. Eine Tanzschulmaus vermachte mir sogar einen Stapel Fotos polnischer Dampfzüge, wenngleich mir historische Aufnahmen ihres Heimatbahnhofs Sprötze lieber gewesen wären. Aber ich will ja nicht undankbar sein. Und dass ich in der Best-of-Liste im Abi-Buch zum drittausgeflipptesten der Stufe gewählt wurde, werte ich durchaus positiv. Da gab es Kategorien, in denen die Bronzemedaille weniger schmeichelhaft gewesen wäre. Hin und wieder stolpere ich in euren Kommentaren über die Frage, woher ich denn so viel wisse. Naja, das, was ich euch hier so erzähle, weiß ich ja nicht von Natur aus, sondern weil ich recherchiere. Und das geht dank Google und Co. deutlich einfacher als vor 25 Jahren. Es gestaltete sich seinerzeit mitunter recht aufwendig, an Informationen zu gelangen und diese zu verifizieren. Ich kann es kaum noch nachvollziehen, wie ich es geschafft habe, immer irgendwie Antworten zu finden. Es war aber schon damals so, dass ich ziemlich genau wusste, was ich wissen wollte und den richtigen Leuten die richtigen Fragen stellte. Ich benötigte daher nicht einmal äußerst viele Quellen. Wie eine Freundin der Schwester meiner Nachhilfeschülerin verwundert feststellte, nachdem sie erkannt hatte, dass sie keineswegs meine Exklusivinformantin war. Ich war und bin eher der stille, aber konzentrierte Betrachter und nicht der aufdringliche Typ, der sein Gegenüber mit Fragen bombardiert. Bereits in der Müllwagenzeit konnte ich mir allein durch aufmerksames Beobachten von Dingen oder Vorgängen vieles selbst erklären. Wenn ich euch also in meinen Filmen mit Wissen Druck betanke, ist das vor allem das Ergebnis meiner, ich sag's mal ganz selbstbewusst, ausgeprägten Erschließungskompetenz. Im Übrigen halte ich es mit dem Philosophen Immanuel Kant, der in seinem Aufsatz Was ist Aufklärung unter anderem schreibt: Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Ich brauche keine Leithammel, die mir das Denken und die Meinungsbildung abnehmen. Das kriege ich schon allein auf die Reihe. Beispielsweise steht es für mich als aufgeklärten Menschen außer Frage, dass Sammelbezeichnungen wie Schüler, Zuschauer oder Fußgänger männliche, weibliche und diverse Personen inkludieren. Ganz ohne Doppelpunkte, Sternchen und sonst was für Zeichen mitten im Wort. Wer sich beim Gendern wohlfühlt, soll das gerne tun. Ich mache es nicht und bitte das zu akzeptieren. Geschlecht, Hautfarbe, Religion, Impfstatus, schiedigol. Bei mir seid ihr alle willkommen, auch jene, die in Sachen politisch korrekte Ausdrucksweise eine andere Meinung vertreten. Apropos Meinung, die äußere ich ganz gern, und das war auch schon in der Schule so. Da hieß es aufhorchen, weil ich keiner war, der sich durch übermäßige mündliche Unterrichtsbeteiligung in den Vordergrund spielte, weil ich mitunter deutliche Worte für Verhaltensweisen fand, die mir gegen den Strich gingen. Habe ich mir mit meinen Bemerkungen nicht nur Freunde gemacht. Heute verpacke ich meine Kritik diplomatisch in eher freundlich klingende, häufig ironische Formulierungen. Oder sage gar nichts. Man muss nicht alles kommentieren, was einem missfällt, und darf auch einfach mal schweigen. Das wäre ein schönes Schlusswort gewesen. Aber der Vollständigkeit halber muss ich noch eben meinen Werdegang komplettieren. Ich machte ein 2,4er Abi und war glücklich, dass ich dank dem Zivildienst eine Galgenfrist erhielt, bevor ich mich ausbildungs- oder studientechnisch festlegte. Das geplante Praktikum bei einer Zeitung zerschlug sich und irgendwann fragte ich,
tatsächlich bei der Deutschen Bahn an, welche Angebote für Abiturienten sie denn so habe. Ich bekam einige Prospekte zugesandt, von denen mich der Fachwirt für den Bahnbetrieb am meisten ansprach. Bewerbungsschreiben, zweitägiger Einstellungstest, Untersuchung beim Bahnarzt. Schon war ich dabei, wurde zunächst Fahrdienstleiter, schob den Fachwirt nach und kümmerte mich um Infrastrukturplanung und Instandhaltungsfinanzierung, bevor ich in die Betriebsdisposition einstieg. Inzwischen habe ich mehr als die Hälfte meines Arbeitslebens hinter mir und nur selten bereut, diesen Weg eingeschlagen zu haben. Zu guter Letzt möchte ich euch ermuntern, selbst einmal kreativ zu werden und zur Abwechslung mich mit Filmen zu beglücken. Nutzt eure Erschließungskompetenz, sammelt Informationen zu einem spannenden Thema und lasst den Rest der Welt daran teilhaben. Das ist keine Zauberei, ihr könnt das auch. Ich freue mich drauf. Bis demnächst, euer Gustav.